Sei gegrüßt und herzlich willkommen zu einem weiteren Was würden wir tun, wenn Video. Heute ein sehr sensibles Thema. Heute geht es darum, was würden wir tun, wenn wir Krebs hätten. Ganz wichtig, das sind nur unsere Meinungen und das, was wir bei uns tun würden. Keine Empfehlung nach draußen. Wenn ihr fachliche, kompetente Antworten haben wollt, dann sucht sie auch bei der Fachkompetenz. Eurer Wahl. Genau. Gut, was würden wir tun, wenn wir Krebs haben? Krebs ist natürlich, es gibt viele, viele Varianten. Es gibt Lungenkrebs, Brustkrebs, Hodenkrebs, Blutkrebs, Knochenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs ohne Ende. Das heißt, wir würden einfach mal die Grunddinge beschreiben. Machst du wieder den Ernährungspart dabei? Mhm. Beginnen wir mal ernährungstechnisch. Meiner Meinung nach, wie gesagt, aus meiner Sicht ist Krebs oder auch Tumore, was ja oft sehr stark zusammenhängt, eine Abkapselung von möglichst vielen Giftstoffen. Das heißt, es ist wieder etwas, wo der Körper mir helfen möchte, etwas loszuwerden, wo ich aber selbst verschuldet bin. Nur wenn ich mir selbst die Schuld gebe, habe ich auch die Macht, es zu verändern. Und er möchte mir helfen, dieses Problem, das ich mir selber eingebrockt habe, wieder loszuwerden. Dadurch, dass Krebszellen nur in einem sauren Milieu überleben würden, würde ich einmal sämtliche Nahrung, die meinen Körper übersäuert, weglassen. Sprich Nummer 1, wiederum Fleisch, Zucker, Milchprodukte, Eier. Das wären so die Hauptprodukte und natürlich auch wieder alles, was zum Bäcker gehört. Das heißt, ich würde mal schauen, dass ich möglichst basisch mich ernähre. Dazu gehört natürlich auch möglichst viele Wildkräuter zu konsumieren. Das gibt nicht ohne Grundentspruch. Für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen oder für jedes Problem ist ein Kraut gewachsen. Das heißt, ich würde sehr, sehr viele Wildkräuter konsumieren. Sei es Brennnessel, sei es Löwenzahn, sei es Giersch. Und wenn ich mich mit dem Thema nicht auskenne, beginne ich einfach mit den drei, die jeder kennt. Löwenzahn, Gänseblümchen und der Brennnessel. Und beim letzten, wenn du dir nicht sicher bist, einfach mal beherzt zugreifen. Man merkt sich danach dann auch besser. Dann würde ich möglichst diesen Ernährungsumstellung einfach mal beobachten für mich. Das heißt, ich würde schauen, wie geht es meinem Körper, wenn ich das einen Monat lang weglasse. Während dieser Zeit würde ich möglichst viel Gemüse essen, in jeglicher Form. Das heißt, man kann sich das andünsten, man kann sich das anbraten, man kann sich das in Aufläufe hineingeben, in Eintöpfe hineingeben. Einfach mal möglichst viel Gemüse. Egal. Je grüner, desto besser. Je dunkelgrüner, desto besser. Das heißt, sämtliche ist dunkelgrüne Blattgemüse, sei es Grünkohl, sei es verschiedenste Salate. Brokkoli und Bärlauch. Brokkoli, Bärlauch, Brennnesseln, Spinat, alles, was irgendwie dunkelgrün ist. Dann würde ich sehr, sehr viele Rüben, Wurzelgemüse auch hinzunehmen, sprich Karotten, rote Rüben, Topinambur, Pastinaken, Petersilwurzel, Sellerie, Stangensellerie. Alles in diese Richtung würde ich mir sehr, sehr viele Gemüsepfannen und Gemüseeintöpfe machen. Einfach nur, damit man auch nicht zu schnell alles verändert, sondern einfach mal Schritt für Schritt. Das heißt, das würde ich mal in den ersten 2-3 Monaten machen. Kochvideos gibt es genug am Kanal, auch Schritt für Schritt, in pflanzlich, in roh, in allen Varianten. Dann würde ich zusätzlich schauen, dass ich möglichst viel von Abhofverkäufen finde, von Bioläden oder möglichst aus dem eigenen Garten. Denn da stecken viel mehr Vitamine, viel mehr Nährstoffe und viel mehr Kraft und Energie drinnen. Wenn das irgendwo schon um die halbe Welt geschickt wurde, meistens nicht einmal mehr Erde wächst, sondern nur noch mit einer Nährstofflösung versorgt wird, dann kann am Ende da nicht viel drinnen sein. Dann gibt es diesen Spruch, am besten schmeckt es bei Oma, am besten schmeckt es bei Mama. Das heißt, schau, dass du dir die Dinge selber kochst und nicht aus irgendeinem Restaurant kommen lässt, denn der Restaurantkoch kocht im Normalfall, damit er am Ende des Monats ein Geld hat. Oma kocht, weil sie einem liebevollen Menschen der Familie etwas Gutes tun möchte. Und diese Energie unterschätzt man oft sehr, sehr stark, aber die ist sehr, sehr wichtig. Siehe Masaru Emoto Wasserkristallbilder, wenn du dich nicht noch damit beschäftigt hast.
dann würde ich schauen, möglichst positiv an die Sache hineinzugehen. Kommen wir zwar schon in die psychische Variante, aber nehme ich jetzt einfach nochmal mit dazu, dass man sagt, es ist etwas, wo der Körper mir versucht zu helfen und ich vertraue meinem Körper, dass er diese Herausforderung im Leben meistert. Da empfehle ich dir noch das Buch Eselsweisheiten. Ich verlinke es dir auch nochmal unten in der Infobox. Wir haben auch dazu schon mal ein Video gemacht. Ich weiß, eigentlich geht es darum, wie man die Brille los wird, aber auch sehr eigentlich stark... Eigentlich nur in einem kleinen Bereich. In einem kleinen Bereich, aber sehr stark eigentlich darum, was wirken positive Gedanken. Was, als nächstes würde ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, einfach um den Körper in dieser geschwächten Phase noch einmal zu stärken. Ich bin grundsätzlich nicht so der Fan davon, aber in diesem Bereich unbedingt. Das heißt, ich würde hochdosiert Vitamin C einnehmen. Ich würde hochdosiert Vitamin D3, K2 und Magnesium einnehmen. Ich würde versuchen, auch den Körper mit eventuell noch anderen Mittelchen zu unterstützen. Da kann man einfach mal bei Robert Franz, also ich würde dann zu Robert Franz einmal schauen und mal schauen, was würde er da zum Beispiel empfehlen. Hochdosiert D3, ich würde 100 Tropfen nehmen plus 10 Tropfen K2 und das einmal wirklich für einen Monat lang. Damit wirklich mal die Sonne in meinem Körper wieder beginnt zu scheinen, damit sämtliche Stoffwechselprogramme wieder besser funktionieren und damit einfach diese ganzen Ausscheidungsabläufe in meinem Körper besser funktionieren. Dann sämtliche andere Produkte, die Robert Franz empfehlen würde, wenn er Krebs hätte, würde ich auch empfehlen. Das heißt, da ist L-Arginin dabei, da ist Q10 dabei, da ist OPC, also Traubenkernextrakt dabei. Einfach mal vielleicht auch, ich würde dann in YouTube eingehen und mal schauen, was würde Robert Franz tun und diese Produkte auch zusätzlich einnehmen. Dann würde ich versuchen, den Job einmal an den Nagel zu hängen. Oder zumindest, wenn er mir nicht viel Freude bereitet und möglichst viel in die Natur gehen, möglichst viel Zeit im Wald verbringen mit Menschen, die mir gut tun, die ich gerne habe, mit denen ich gerne Zeit verbringe, wo ich merke, die geben mir Energie, dann würde ich sehr viel barfuß gehen und ich würde sehr, sehr viele Basenbäder machen, um den Körper wieder zu entsäuern und entlasten und ihn dabei zu unterstützen, diese Schadstoffe aus dem Körper nach draußen zu bringen. Und ich würde noch zusätzlich eine Darmreinigung machen. Hierzu habe ich auch schon drei Videos mittlerweile mit einem steirischen Erfinder gemacht. Der hat ein Darmreinigungsgerät erfunden. Das postet ihr auch nochmal unten in die Infobox. Diese Darmreinigung würde ich zusätzlich machen. Das ist das, was ich mal körperlich machen würde. Mit ein bisschen Psyche. Ja. Ich würde euch empfehlen, schaut euch alle Videos an von Lothar Hirneise. Ja. Das ganz ist wichtig. Wahrscheinlich der Krebsforscher, ja, und da wird man drauf kommen, oh, da gibt es eigentlich gar nicht wirklich Studien, sondern eigentlich nur Studien Präparat A gegen Präparat B und gar keine Studien mit, was ist, wenn jemand gar nichts macht, was ist, wenn jemand natürliche Mittel macht, was ist, wenn jemand das macht. Also ich möchte da nicht so weit vorgreifen, Lothar Hirneise, also wenn ihr ein Krebsthema habt, bitte seht euch diese Videos an, ganz viele tolle gibt es bei QS24, bei Neue Horizonte TV, also bei WirTV. Ja, ihr werdet ihn auf YouTube finden, grandioser Mann, der sich wirklich lang mit den Themen beschäftigt, auch von Alternativen zum Beispiel Mexiko berichtet, wo die Amerikaner rübergehen und die haben unglaublich viel höhere Quoten, um wirklich bei Krebs was machen zu können. Ich verlinke ein, zwei Videos von ihm drunter und dann werdet ihr die restlichen finden. Genau, viele andere werdet ihr finden. Dann das Thema CDL, Chlordioxidlösungen. Ist auch noch etwas, was man physisch machen kann. Da haben wir auch ein eigenes Video dazu, inklusive der Bücher, die wir euch dann empfehlen dazu, wie Gesundheit verboten und heilbar war gestern. Und da werdet ihr auch ganz tolle Möglichkeiten dazu finden. Aber gibt es ein eigenes Video, möchte ich jetzt hier gar nicht größer erwähnen. Genau. Dann zu den psychischen Themen. Ja, und das macht der Lothar auch ganz klar. Es sind meistens Menschen, die sind irgendwo schlecht drauf, die haben den Lebenswillen oft manchmal verloren, die sind in einer Arbeit den ganzen Tag, die ihnen in Wirklichkeit hier steht. Und der Körper ist sehr intelligent. Und der Körper möchte dir mit allem, was er tut, immer etwas sagen. Er will dich nicht nerven. Wenn du Kreuzschmerzen hast, sagt er im Endeffekt, den Unfall schließe ich jetzt mal aus, wenn du gerade vom Dach runtergefallen bist, 4 Meter, ja klar, dann hat es nichts damit zu tun. Aber alle anderen Varianten, bei Kreuzschmerzen sagt er, du hebst falsch, du sitzt falsch, du hast zu wenig Muskeln, Disbalancen, Beckenschiefstand, was auch immer. Ja? Du sitzt zu viel vor allem. Du sitzt zu viel, ja. Also irgendwas sagt dir dein Körper.
auch wenn deine Hand, wenn du die über die heiße Herdplatte gibst, der will dich ja nicht nerven mit dem, dass er da einen Schmerz kreiert, sondern der sagt, hey, Blödmann, gib die Hand von der heißen Herdplatte runter, sonst haben wir ein Problem. Und also, wenn man das ignoriert, dann wird der Ruf des Körpers lauter, in der Hoffnung, dir zu zeigen, dass du etwas verändern sollst, oder in der Hoffnung, dich zu motivieren, etwas zu verändern. Genau, das heißt grundsätzlich mal diesen Gedanken zu haben, wir sind in unserem Körper bestens aufgehoben, der will mir nur das Allerbeste, er steckt ja selber in sich drinnen, also will der nur das Beste. Wenn wir das oft nicht verstehen, ist das wie beim Auto, die Warnleuchte sagt schon, bitte Motoröl wechseln, du klebst den Kaugummi drüber. Und füllst Kohle ein. Ja, füllst Coca-Cola ein, wunderst dich dann, warum du einen Kolbenreiber und ähnliches hast und sagst dann, ja, ich, keine Ahnung, mir hat das Auto nie was gesagt. Ja? Das Wetter ist schuld. Das Wetter ist schuld, genau. Oder irgendwelche vererbten Dinge. Ja? Also, das heißt, erstens einmal schauen, was hat dieses Thema mit mir zu tun? Es gibt ja Krebserkrankungen, die kriegen zum Beispiel alle, also wie zum Beispiel Lungenkrebs, kriegen alle Geschlechter und alle Altersklassen kriegen den. Dann hast du Prostatakrebs, den kriegen nur Männer ab einem gewissen Alter. Warum kriegen denn nicht Junge? Der Hauptzweitkrebs ist fast immer der Lungenkrebs. Wenn dieses Zeug wuchert, warum nimmt sich's nicht immer das nächstbeste Gewebe, sondern fast immer als nächstes die Lunge? Was sind die Logik dahinter? Was will dir dein Körper sagen? Ich gehe das einfach mal jetzt für mich logisch durch. Ja? Also, ich habe einen Krebs, ich habe einen Lungenkrebs. Und dann schaue ich mal, okay, was ist denn Krebs eigentlich? Krebs ist eine Wucherung. Irgendwo wird mehr. Wo macht der Körper normalerweise mehr? Der Körper macht mehr, wenn er dich verstärken will. Das klingt jetzt total komisch, wenn man das normale Konzept von draußen gewohnt ist. Aber ich breche dem Elias den Unterarm. An der Stelle wächst das stärker mit einer stärkeren Knochenknorpelmasse wieder zusammen. Und an der Stelle ist es unwahrscheinlich, dass er sich den nochmal bricht. Das heißt, der Körper verstärkt dort. Du kriegst eine Verletzung, dann hast du, so wie ich auf der Stirn hier zum Beispiel, eine Narbe. Das Gewebe drüber wird verstärkt. Du gehst viel Sport machen, dein Muskel reißt ein und der Körper verdichtet und baut mehr Masse daraus. Der Körper kennt hauptsächlich Verstärkung über Verdichtung und Vergrößerung. Wie gesagt, siehe Muskel, siehe Gewebe, siehe Knochen und ähnliches. Ja? Darüber verstärkt er uns. Und jetzt ist aber Krebs eine Wucherung irgendwo, das heißt, irgendwo wird etwas dichter oder mehr, meistens mehr. Und jetzt wollen wir verstehen, okay, was hat das damit zu tun mit mir? Jedes Organ hat gewisse Außenwirkungen. Wir kennen das, wenn wir wütend sind, uns geht so richtig die Galle schon über und die Magensäure kommt schon hoch. Und wir kennen auch die Choleriker, die dann oft Leberprobleme zum Beispiel haben. Das heißt, die Organe haben gefühlsmäßige Zusammenhänge mit meiner Umwelt. Und wenn ich jetzt angenommen... Ich bin eine Maus, du bist eine... Ja, warte mal. Meine Handyhülle ist hier die neue Pistole. Ja, also ich halte die so an. Wie würdest du reagieren? Also ich sitze jetzt plötzlich neben dir, halte die Knarre an, schaue den Film an, wie reagiert jeder und hält sich die Lunge zu. Die sagen nicht, Hilfe mein Herz, Hilfe mein Hirn. Ja? Wenn dir jemand mit der Knarre ist, wenn du Todesangst hast und du Ängste hast, wirkliche Ängste, dann hältst du dir die Lunge zu und hältst die Luft an. Dann ist vielleicht Angst mit deiner Lunge korreliert. Das ist nur unsere Meinung. Ja? Also man merkt es auch, wenn man sich unter die kalte Dusche stellt und in eine sogenannte Paniksituation kommt, während die Luft wegbleibt. Wie man beginnt, ganz massiv zu atmen. Genau. Oder, aber wenn was Unangenehmes passiert, man bekommt mit, der Partner hat einen betrogen, dann merkt man, wie sich's hier im Bauch verkrampft. Also jedes Gefühl hängt wieder mit was anderem zusammen. Ja? Und wenn man jetzt die Angst hernimmt, dann ist das eben korreliert, schwieriges Wort, und jetzt gibt es das in der Natur aber nicht. Und zusammenhängend. Ganz, ja, und ganz viele Völker auf dem Planeten kennen Krebs nicht, wie wir in den entwickelten Ländern, in den fortgeschrittenen Ländern. Wir sind ganz weit fortgeschritten von Gesundheitszuständen, die mal da waren. Man kann sich ja auch mal anschauen, die Afrikaner, die sehr, sehr viel Sonne abkriegen, wie hoch dort die Krebsrate ist im Vergleich mit zum Beispiel Norddeutschland. Da wird man merken, die ist massiv geringer und man kann sich auch anschauen, wann ist sie nach oben gegangen. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass wir gewisse Lebensmittel nach unten geschickt haben oder begonnen haben, auch Sonnencreme zu ihnen zu schicken. Und Stressfaktoren da unten zu implementieren, die wir viel haben, die aber oft nicht haben. Aber auch jetzt ist das noch immer ein kleiner Prozentsatz im Vergleich zu den nordeuropäischen Ländern. Genau. Also nehmen wir ein Angstthema.
es gibt eine Katze und eine Maus in der Natur, ich bin die Katze, der Elias ist die Maus sieht die Katze. Was macht die Maus? Ja? Wenn es nicht gerade Tom und Jerry ist, rennt die um ihr Leben, da bleiben Blümmern. Die rennt um ihr Leben. Das heißt, da fährt der Reflex ein, Kampf oder Flucht, in dem Fall eher Flucht. Ja? In der Sekunde sagt die Lunge, wir brauchen alles, was wir irgendwie an Sauerstoff binden können, alle Zellen, alles, was wir zusätzlich aufbauen können, bitte, weil ich muss weg. Manche sagen, ja, aber du musst das Herz doch mehr pumpen. Das Herz kann nur mehr pumpen, wenn es mehr Sauerstoff kriegt zum Rumtransportieren. Wenn die Pumpe da leer Blut durchpumpt, ohne mehr Sauerstoff, wird es nicht spannend auf Dauer. Jetzt passiert in der Natur allerdings Folgendes. Die Katze frisst die Maus. Naja, die 10 Zellen, die da entstanden sind in den 20 Sekunden, wo die weggelaufen sind, ganz ehrlich, vollkommen egal. Oder ich komme weg. Die Maus kommt weg, versteckt sich im Mauseloch und denkt sich dann zum Glück mit der Zeit, ha, Sache ist erledigt, wo ist das nächste Stück Käse? Weil ich kenne keine Maus, die ihr restliches Leben lang in dem Loch bleibt und sagt, um Gottes Willen, ich gehe nie wieder da raus, weil da gibt es böse Katzen. Jetzt ist der Mensch allerdings in der tollen Lage, wir haben Angst vor Terrorismus, vor der Al-Qaida, vor irgendwelchen kleinen Dingen, die da rumschwirren und mich krank machen. Vor Jobverlust, vor dem Chef, vor dem Partner. Vor einer Prüfung, vor... Wir haben vor allem möglichen Angst. Und es muss Angst sein, nicht so, ja, morgen... Es muss Todesangst sein. Ja, es ist nicht morgen, das ist schon unangenehm, der Mathe-Test. Und du musst diesen Menschen das ansehen, der hat Angst vor dem Thema. Ja? Und dann kann der Körper das nicht unterscheiden, wie wir das aus dem sportlichen Mentaltraining auch schon kennen. Und dann sagt er, aha, der will weglaufen. Also sagt die Lunge, okay, wir bauen Zellen auf, wir brauchen mehr. Wir brauchen Wachstum an dieser Stelle. Das ist wie wenn der Mensch jetzt vor einem Tiger oder einem Säbelzahntiger wegläuft, ist genau dasselbe für den Körper, wie wenn er jetzt zum Beispiel täglich vom Mann geschlagen wird, wenn... Der Chef, du bist alleinerziehende Frau, hast 3 Kinder und deine Familie wohnt weit weg und du weißt, wenn dich dein Chef feuert, sitzt du auf der Straße mit 3 Kindern. Das kann richtig Panik machen. Genau. Das gibt es aber in der Natur nicht, diese Situation. Wir sind aber biologisch sinnvolle Lebewesen. Jetzt haben wir aber Situationen erschaffen, die gibt es nicht. Und jetzt wächst es und wächst es und wächst es im Körper, weil der immer noch sagt, hey, du läufst ja immer noch vom Chef weg. Kein Problem, ich bin dein Körper, ich mach das, wir stehen das gemeinsam durch. Und je nachdem, wie du körperlich beieinander bist, also wie es dir geht, dann geht das mal ein paar Monate, ein paar Jahre, mal 5 Jahre, mal 10 Jahre. Aber irgendwann fragt der Körper, sag mal, hey, du läufst 8 Jahre schon weg? Da bist du schon 2-mal um den Globus gelaufen. Wie soll das funktionieren? Und irgendwann einmal kostet das Kraft, das ist wie Muskelaufbau ab, es kostet den Körper Kraft. Und irgendwann drückt das vielleicht auf die Leber, auf den Magen, auf das Herz drauf, die Lunge. Und dann rennen wir zum Arzt, der sagt, um Gottes Willen, Sie haben Lungenkrebs im Endstadium. Jetzt fährt die Angstkurve durch die Decke durch und dann geht es ganz schnell. Ich kenne das, wir sind selber lange beim Roten Kreuz gefahren. Ich weiß nicht, wie oft wir das gehört haben. Stell dir vor, beim Kali haben sie es gerade noch diagnostiziert, 3 Tage später war er tot. Zum Glück haben sie es noch gefunden, aber leider zu spät. Hätten sie es nicht gefunden, wird es dem Kali vielleicht noch gut gehen. Wie gesagt, unsere Meinung, ja, müssen wir so sagen. Und jetzt ist die Thematik, okay, was ist dahinter? Zu mir kamen auch schon Menschen mit Lungenproblemen. Wir sind das Angstthema angegangen. Wir haben wunderbare Erfolge dabei gehabt, einfach weil dieses Angstthema aus dem Körper verschwunden ist. Und dann sagt der Körper, aha, überschüssiger Prozess im Körper, wieder abbauen. Das ist wie wenn du lang Muskeltraining gemacht hast, du setzt dich in den Rollstuhl und schau mal, wie dein Oberschenkel verschwindet. Weil der Körper sagt, brauche ich nicht mehr. Und deswegen ist klar, warum Lunge das zweithäufigste Thema ist, wenn was anderes schon da ist, weil... Wenn du eine Diagnose Prostatakrebs hast oder Hirntumor, fahrt dir meistens mit der Diagnose die Angst ein und dann geht das nächste in die Lunge hinein. Und warum kriegen es alle? Na, der 3-Jährige kann sich fürchten vom Papa, der besoffen ist. Der Leistungssportler kann Angst haben, weil er jetzt ist er nicht mehr im Sport drinnen, jetzt ist er zu Hause, er hat nie was gelernt, er hat Frauen und Geld und alles ist nicht mehr da. Und warum kriegen auch zum Beispiel so viele, die 50 Jahre lang rauchen wie ein Schlot, keinen Lungenkrebs? Weil sie kein Angstthema vielleicht haben. Heißt nicht, dass Rauchen gut ist. Heißt nicht, dass die Lunge danach gut ausschaut. Warum kriegen Sie die Raucher statistisch trotzdem mehr davon? Naja, wenn du jetzt mit Rauchen deinen Körper nicht unbedingt positiv beflügelst und jetzt ist der Körper nicht sehr stark und du kriegst jetzt ein Angstthema, na dann fährt das natürlich drüber wie die Eisenbahn. Aber es ist nur, wenn das Angstthema kommt. Das kannst du beobachten. Schau mal, wann hat es die meisten Lungenthemen gegeben und auch Lungentuberkulose und ähnliches? Nach den Weltkriegen. Lange Angst, Heilungsphase, weil Friedensvertrag und dann fängt das Ganze an. Auch hier empfehle ich dir das Buch von Björn Eibel, Die seelischen Ursachen der Krankheiten und die 5 biologischen Naturgesetze. Überprüf das einfach mal mit Herz und Verstand für dich und schau, ob diese Beispiele auf dich zutreffen. Wir haben da
grandiose Erfahrungen dazu. Und ein schnelles zweites Beispiel, warum ich sagte ja, manches geht nur in einem gewissen Alter, wie zum Beispiel Prostatakrebs. Prostata hat sehr viel zu tun mit der männlichen Fruchtbarkeit und Co. Naja, ich kenne keinen 5-Jährigen, der schon 4 Jahre keinen Sex mehr haben durfte und ihm das schon so auf die Nerven geht, dass er das schon so lange nicht mehr durfte, dass er jetzt ein Problem damit aufreißt. Weil er unbedingt möchte. Genau, ja. Aber das ist ein längeres Thema, das werdet ihr dann dort finden. Ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten psychischen und ernährungstechnischen Sachen. Es ist natürlich immer individuell, was hast du wirklich direkt, was ist die Geschichte dahinter, wie bist du körperlich benannt. Also lass dich da bitte begleiten, beschäftige dich ausreichend damit, schau dir, wie gesagt, auch die Videos vom Lothar an und all die Themen, die wir angeschnitten haben, mit plus die ganzen Verlinkungen dazu, weil das ist ja nur ein Übersichtsvideo. Und dann wirst du fündig werden. Genau. Das ist unsere Meinung, das würden wir tun. Noch einmal, es ist keine Empfehlung nach draußen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss, Baba.